Ich weiß, dass der Boden nicht in Ordnung ist. Und darum pflanze ich ja auch nichts an, was ich daraus esse. Die Blumen wachsen. Sicher, ich meine, das ist jetzt der Unterschied. Die Blumen wachsen und gedeihen, aber sehen Sie, wenn es jetzt Kohl wäre und Sie müssten ihn essen, dann wäre wahrscheinlich irgendetwas im Kohl. Mhm. Nicht? Das ist eben der Unterschied. Die Bäume und Büsche können es ab, aber essen dürfen sie es vielleicht nicht. Wenn ich jetzt jung wäre, dann würde ich sagen, okay, also ich würde vielleicht wegziehen. Aber dann kommt gleich die nächste Frage, in der, wo ziehe ich denn hin? Bayern war mal sehr schön, heute ist es am meisten bestrahlt. Tja, was soll die, wo soll ich noch hinziehen? Vielleicht dahin, woher mein Bambus kommt, zum Himalaya, ob es da noch sauber ist. Gesunkene Weltmarktpreise ließen die Zahl der Arbeitsplätze im Hüttenwerk drastisch zurückgehen. Was geblieben ist, sind verseuchte Abraumhalden, deren giftige Gase und Flugasche die Anwohner gefährden. Deshalb wurde zum Beispiel die Kielsche Straße zum Sanierungsgebiet erklärt. Einige Häuser stehen bereits leer. Aber nicht alle Bewohner wollen wegziehen. Ich bin der Meinung, dass wir hier wohnen bleiben können, dass die Belastung nicht so ist, dass man nun unbedingt wegziehen muss. Man ist zwar in den 50er Jahren und auch in den 30er Jahren war es weitaus schlimmer wie jetzt. Ne? Mhm. Früher, da hat ja auf der Bleihütte noch das Erz verschmolzen. Wurde noch Säure gewonnen und so weiter, was heute natürlich wegfällt. Also die Luft ist meines Erachtens besser, also weitaus besser geworden wie vor 20 oder vor 30 Jahren. Hm. Und trotzdem ist es Sanierungsgebiet. Ja, ja. Das ist ja nichts. Vor 6 Jahren ungefähr ist ja die Sache schon ins Rollen gekommen hier. Nicht? Das ist das Öko-Institut, die dann hier den Wirbel gemacht haben. Und dadurch ist alles ins Rollen gekommen. Hm. Sie halten nichts davon, also dass da so viel Aufhebens darüber gemacht wird? Nein, absolut nicht, ne? Absolut nicht. Ich bin ja auch der Meinung hier, die Bundesrepublik ist nun einmal ein Industriestaat und da müssen wir halt mit leben. Nicht? Man kann ja nicht jeder Mensch, jeder Bürger der Bundesrepublik, die können ja nur nicht im Kurpark leben. Das geht ja nun einmal nicht. Ne? Hm. Sie sprachen vorhin von erhöhten Blutwerten in Ihrem Blut und in dem von Ihrem Mann. Das ist für Sie kein Grund, hier wegzuziehen, oder? Wir sind in dem Alter, die paar Jahre, was wir noch zu leben waren. Was soll das? Ja. Aber klar, für die Kinder, diese kleinen Kinder, da wäre es schon besser, wenn sie hier wegziehen. Ne? Das Einzige, wo man sagen, wo überhaupt die ganze Sache ins Rollen gekommen ist, ja, dass diese Halde gebrannt hat hier. Ne? Die kann man aber hier nicht sehen, die liegt dahinter ungefähr in Luftlinie, vielleicht so 300 Meter. Und ja, komischerweise angefangen zu brennen, von innen her gesehen. Und da kommen natürlich gewaltige Gase raus, die eine Zeit. Ja? Mhm. Und wenn da mal hier der Rauch noch rüber zog über uns, nicht war, dann fielen die Blätter von den Bäumen. So ungefähr so stark war das. Ne? Mhm. Und ich habe auch persönlich, bin ja nun auch schon hier groß geworden in der Gegend und bin auf die Halde geklettert und habe nochmal gerochen. Ich denke, ich muss das mal, ob das wahr ist, was da los ist. Und ich muss sagen, es war wahr. Ne? Ich habe da mal auf diesen Ritzen, wo der Qualm rauskam, mal meine Nase drüber gehalten. Und ich muss sagen, ich bin bald auf den Hintern gefallen. Ich war so stark vor das, ja. Die Halde liegt wenige hundert Meter von hier entfernt. Als sie 1977 zu brennen anfing, war sie bereits 37 Jahre lang geschlossen gewesen. Trotz aller Versuche, den Brand zu ersticken, strömt auch heute noch giftiges Schwefeldioxid aus. Herr Idel möchte sein Haus dennoch nicht aufgeben. Auch im Garten von Herrn Ide fielen damals die Blätter von den Bäumen und irgendwann war auch nichts mehr gewachsen. Herr Ide hat den verseuchten Boden austauschen lassen und neue Blumen gepflanzt. Der Nachbar, ein alter Schulfreund, ist weggezogen. Schon zuvor war das Verhältnis zu den Nachbarn schlecht. Wir wollten hier bleiben, die anderen wollten weg und... Warum wollt ihr das nicht? Warum wollt ihr? Ihr könnt auch hier wegziehen. Na? Wenn wir gesagt haben, erstmal haben wir ja auch eine Menge Mieter. Die wohnen nun schon eine 40 Jahre hier drin, da kann man ja nicht einfach sagen, sieh zu, wo er bleibt. Ne? Mhm. Trotzdem, dass die ja eine Wohnung gefunden hätten, aber die waren ja nur auch alt und da haben wir gesagt, wir bleiben hier wohnen.
Und das hat so ein bisschen die Atmosphäre. Das hat ja so ein bisschen die, ja, auf alle Fälle. Die Kielsche Straße sei oft schwarz von Menschen gewesen früher, bei Schichtwechsel zum Beispiel oder nach Feierabend. Und die meisten Leute habe man gekannt. Das sei jetzt endgültig vorbei. Und wie ist das jetzt so? Man könnte ja theoretisch neu mit den neuen Nachbarn selbst. Ja, klar. Naja, nun, ein Haus noch weiter und da hört es auf. Nicht? Die Häuser gehen ja alle weg. Hier links von Ihnen, die Häuser, die werden abgerissen? Die werden alle weg. Kommen alle weg. Macht Ihnen das Angst, wenn Sie daran denken, dass Sie... Nö, warum? Das wird alles begrünt, da wohnen wir im Wald. So ein paar Jahre gehen denn noch hin hier. Sie sehen es ja selber an diesem Doppelhaus, dass Badewohnungen leer sind. Ich weiß nicht, wie weit dieses kleine Haus, was hier vorne steht, noch bleibt. Hier ein Stück weiter runter ist natürlich auch schon eins leer. Das ist natürlich traurig. Ne? Und Sie wohnen ja? Wir wohnen noch hier. Nebenan. Ja. Es hieß früher, die Sanierung, das reguläre Sanierungsgebiet hört hier mit dem Rösegebach auf. Wer hier innerhalb der Kielschen Straße weg will, kann ohne weiteres weg. Aber bis hier ist die Grenze, hieß es früher. Bis dahin geht sowieso alles weg. Ne? Von denen, die hier vorziehen, war Herr Diehl der Einzige in dieser Straße, der bereit war, vor der Kamera zu sprechen. Andere lehnten ab mit der Begründung, sie wollten nicht noch mehr Schwierigkeiten bekommen. Wie ein ruhender Pol ragt die evangelische Kirche aus der Industrielandschaft hervor. Pfarrer Lass kann offen darüber sprechen, warum die Leute nichts sagen wollen. Es ist schwierig, wenn man etwas Negatives über Oker sagt und hat Nachbarn beispielsweise, die nicht weggehen wollen. Dann kann es sehr leicht passieren, dass man als Nestbeschmutzer angesehen wird. Einfach deswegen, wer hier bleiben möchte, wer auch oder keine Möglichkeit sieht, wegzugehen, der möchte sich seinen Wohnort irgendwie auch psychologisch nicht kaputt machen lassen. Eine Neubausiedlung in Dortmund-Dorstfeld. Sie wurde vor 6 Jahren auf einem ehemaligen Zechengelände errichtet. Die Stadt hatte die Grundstücke relativ preiswert angeboten und viele Familien hatten so die Möglichkeit, ihren Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen. Die Familie Lauterborn zum Beispiel wollte mit 3 Generationen unter einem Dach wohnen, so naturverbunden wie möglich. Der Wintergarten hatte die Funktion, oder hat die Funktion, uns einfach im Sommer die Möglichkeit zu geben, fast draußen zu sitzen. Wir können dann die Fenster wegmachen, während wir im Winter, wenn die Fenster davor sind, in Ruhe dann auch einen Raum genießen können, der sehr viel Licht bietet und der uns auch draußen sitzen lässt, sodass wir also auch im Winter ein bisschen im Grünen sind, obwohl wir im Haus sitzen. Ja, wir haben eigentlich wirklich ganz, ganz positiv empfunden, dass wir hier das verwirklichen konnten, mit, was wir vorhatten. Nämlich mit Großeltern zusammen zu wohnen, die also in einer wirklich sehr guten Wohnmöglichkeit, nämlich in der Parterre-Wohnung des Hauses wohnen. Allerdings getrennt, ganz separat mit eigener Küche. Aber dennoch sind wir im gesamten Haus zusammen und das
hatten wir vorher nirgendwo gefunden. Wir hatten eigentlich vor, ein altes Haus zu kaufen und umzubauen. Und das war das Positive an diesem Stadtangebot. Das muss man schon auch sagen, dass hier nicht nur wir, sondern sehr viele das verwirklichen konnten, was sie eigentlich halt sich so vorstellten. Wie kann ich irgendwann leben und wie möchte ich auf Dauer leben? Hier sind wir als Familie zusammen und auch relativ häufig mit den Großeltern. Und dann haben wir einmal hier den Wohnzimmerbereich, in dem wir in verschiedenen Ecken uns hinsetzen können, je nachdem, was wir vorhaben, wie viel wir sind. Und steht in der Ecke noch unser Chinese. Unsere Tochter Katrin hatte jetzt vor den Ferien ihre letzten Kindergartentage. Und dann haben sie im Kindergarten zusammen Chinesisch gegessen. Und dafür hat sie also den großen Chinesen konstruiert. Der gehört jetzt zur Familie. Einige Jahre nach Baubeginn sind in der Siedlung viele Fenster und Läden verschlossen. Der Traum vom eigenen Heim ist mehr und mehr zum Albtraum geworden. Im Boden wurde Gift entdeckt. Zunächst war es nur eine Familie, die ganz auf sich gestellt Behörden und Nachbarn überzeugen musste, dass der Gestank in ihrem Haus und die grünlich-schwarzen Erdklumpen im Vorgarten von gefährlichen Giften herrührten. Zusammen mit Nachbarn befragten sie Experten, ließen sie Untersuchungen anstellen. Und nach jahrelangen Protesten und zähen Verhandlungen erreichten sie, dass die Stadt ihnen ihre Häuser abkaufte und sie die Siedlung verlassen konnten, um woanders wieder von vorn anzufangen. Familie Kaminski erinnert sich. Ja, die haben eigentlich den Bodenaustausch gemacht und dann hatten wir gedacht, oh, jetzt ist alles in Ordnung. Ne? Es ist wahnsinnig viel vergiftete Erde ausgekoffert worden und im Vorgarten haben sie nicht gebaggert, aber was geht mich der Vorgarten an? Wir haben ja hinten im Garten gelebt dann, die Kinder haben da gespielt. Und da hatten wir eigentlich gedacht, jetzt ist gut. Bis es dann warm wurde, es wurde dann wieder Sommer und dann fing es auf einmal an zu stinken. Und dann haben wir gemerkt, dass es bei uns aus dem Haus, aus dem Kulli kam. Ne? Und auf den daneben liegenden Spielplätzen hat es auch gestunken. Und da war für mich persönlich klar, dass ich das Haus, dass ich da nicht wohnen will. Ich wollte da nicht mehr wohnen. Die Nachbarn, das war teilweise sehr schlimm, sind mit dazu gekniffener Nase da dran vorbeigelaufen, haben gesagt, das stinkt ja fürchterlich, ibe, und sind dann, wie gesagt, gegangen und haben gesagt, lass die Kaminskis da mal, das sind eh so gesunde Spinnern. Also das ist sicherlich gewesen und mittlerweile weiß ich auch, das ist auch bestätigt worden, man hat uns schon für Spinner gehalten. Und haben Sie beide nicht versucht, denen klarzumachen, um was es geht und dass die auch betroffen sind und dass gemeinsam das besser wäre? Am Anfang habe ich das versucht, weil ich ja zu Hause bin den ganzen Tag, ne? Und ich habe dann immer erzählt und gemacht und getan. Ich hatte ja solche Angst, ne? Weil hinterher wusste ich ja auch, Benzol ist im Boden und Benzol kann Leukämie erzeugen. Und ich hatte eine Wahnsinnsangst und ich habe dann mit meinen Nachbarinnen gesprochen und da kam dann ein Kopfnicken, ja, 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 ach wie schlimm und nichts weiter. Ne? Also man ist da gegen Mauern gelaufen und ich habe es hinterher gelassen. Ne? Ich habe gedacht, das hat überhaupt keinen Sinn und es brachte mir überhaupt nichts und ich kann nicht da mich hinstellen und über Blümchen reden und im Koop gibt es heute dies und das, bei Rewe jenes. Wenn ich Angst habe vor dem Benzol und will, dass ich da ausziehen kann, beziehungsweise erstmal wollten wir ja wissen, was ist da los, wie kann man das wegkriegen, was muss gemacht werden. Ne? Da ist nichts passiert. Das fing an dem Benzolboten, oder? Den Kaminskis war es gelungen, wenigstens die unmittelbaren Nachbarn von der Gefährlichkeit des Gifts zu überzeugen. Gemeinsam wandten sie sich dann an die Öffentlichkeit. Das ging dann weiter über die ersten Pressemitteilungen und später dann, weil wir unser eigenes
Medium haben wollten, weil auch nicht immer das geschrieben wurde, was wir gerne haben wollten, haben wir dann unseren Benzolboten gedruckt. Ja, hier, das war unser Haus, das er uns früher mal gehört. Mittlerweile hat es ja die Stadt angekauft. Das zählt zu diesem sogenannten Kerngebiet. Wo geht es genau entlang des Kerngebiets? Das gesamte Kerngebiet, was die Stadt jetzt erteilt hat oder erklärt hat, ist also diese Häuserreihe. Diese Häuserreihe hier, diese drei großen Bauten der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft, diese Reihe, diese Reihe. 35 Häuser, darunter das von Kaminskis, wurden zum verseuchten Kerngebiet erklärt. Alle anderen Häuser, so die Behörden und ihre Gutachter, seien weitgehend giftfrei und daher nur Randgebiet. Untersuchenden Institute, Randgebiet. Und wir haben von Anfang an gesagt, dass es ein Kern- oder ein Randgebiet in Dorsfeld-Süd nicht gibt. Es gibt ein Kerngebiet und das ist dieses gesamte Gebiet hier. Die Gifte ließen sich nicht auf ein Kerngebiet begrenzen. Eine Familie im Randgebiet entdeckte hochgiftigen Staub in ihrem Staubsauger. Der Sand auf dem Spielplatz erwies sich als verseucht. Zusätzliche Proben und Bohrungen ergaben schließlich, dass überall im Randgebiet Gifte von hoher Konzentration vorhanden sind, zum Teil sogar mehr als im Kerngebiet. Auf alten Fotos zeigt Herr Kaminski, dass unter den Häusern Klärschlammbecken einer ehemaligen Kokerei liegen. Klärschlamm, der unter anderem das krebserregende Gift Benzapyren enthält. Über diesen Klärbecken. Über diesen Klärbecken. Das heißt, man hat dieses Haus reingebaut. Was ist das? Das sind Produktionsanlagen, die also früher da mal gestanden haben. Gasbehälter wären das. Oder das waren die Wasserkühler, die also hier gestanden haben, in diesem Bereich hier. Ja. Bei den Bewohnern des Randgebiets hat sich jetzt auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass sie im hohen Maße betroffen sind. Zu spät, wie einige meinen. Denn anders als beim Kerngebiet weigern sich die Behörden jetzt, weitere Häuser anzukaufen. Das ist ja auch ganz normal. Man wächst ja erst in diese ganze Sache rein. Erst hat man viel um die Ohren durch die Bauphase, dann kümmert man sich nicht so recht darum. Und dann, wenn man etwas zur Ruhe kommt, hat man auch Zeit, über diese ganze Sache hier drüber nachzudenken. Ne? Und wir werden es auch nicht wieder los später. Nein. Hey, ist kein schönes Leben mehr hier. Nein, man macht sich doch jetzt was vor und das ist schlimm. Dafür hat man so viel Entbehrungen auf sich genommen. Jahrelang vorher gespart, hinterher kann man sich keinen Urlaub gönnen und nichts. Wir sind nicht in der glücklichen Lage wie vielleicht andere Bauherren, die das alles trotzdem noch weitermachen können. Und dann hat man noch solche Sorgen dabei. Ne? Macht man sich. Wofür hast du die ganzen Entbehrungen auf dich genommen und hast dann hier so ein Leben? Und vor allen Dingen die Kinderkrebsfälle werden registriert und die Krebsfälle der Frauen auch. Aber die der Männer werden nicht registriert oder wenn es nur im Entzündungsstadium ist, weil wir Angst haben, dass die Hypothekenbanken uns dann das auch noch kündigen. Das ist ja, sie können hier meistmal nicht mehr schlafen. Sie können nicht verkaufen, sie können nicht raus, sie können nicht vermieten, sie können gar nichts. Der Versuch, das Problem individuell durch den Verkauf des Hauses zu lösen, ist am Markt gescheitert. Der Wert der Häuser beträgt laut Experten ca. 50%. Eine Hypothekenbank schrieb einem Hausbesitzer, aufgrund der in ihrem Wohngebiet bestehenden Bodengiftproblematik können wir dem von Ihnen beantragten Hypothekendarlehen leider nicht näher treten.
Besonders betroffen sind die Kinder von den über 50 Giften, die im Boden und in der Luft registriert wurden. Der medizinische Gutachter Professor Dr. Schlippkötter diagnostizierte für sie ein 20-fach höheres Krebsrisiko. Die Stadt ließ daraufhin einige Spielplatzflächen sperren und sie will in einem Sanierungsprogramm alle giftigen Böden austauschen, zum Teil bis zu 9 Meter tief. Langsam kann man es also erkennen, was also hier passiert. Das heißt, das Gras wird nicht mehr gepflegt, die Bäume werden nicht mehr gepflegt und so langsam kommt so der Eindruck von Verwahrlosung hier in die Siedlung. Und das müssen die Leute eben halt auch hier mitmachen. Das ist sicherlich auch nicht schön. Guten Abend. Guten Abend. So. Hallo, hey, komm jetzt, hallo. Da sieht man sie wieder. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich habe 3 Kinder. Die beiden Älteren, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Die, zu denen kann ich sagen, zu der 20- und zu der 21-Jährigen, geht nicht da unten runter, ist alles klar. Aber dann habe ich aber auch noch einen 8-jährigen Jungen. Der ist jetzt gerade 8 geworden. Ich wohne hier in diesem Haus in der Wetterstraße 11. Wenn ich zu dem Jungen sage, hör mal zu, du gehst aber nicht da unten spielen, du gehst hier oben spielen, dann macht er das vielleicht 10 Minuten, vielleicht auch eine Viertelstunde. Und dann turnt er irgendwo da unten rum. Und ich habe mit Leuten von der Stadt gesprochen, die haben dann zu mir gesagt, mein Doktor, ich habe den Namen vergessen, mit dem sei zusammen. Da sagt er zu mir, ja, sagt er, es ist doch ganz einfach, sagt er, überlegen Sie mal, als wir geflüchtet sind, nach den Kriegsjahren, wir haben unsere Kinder da untergebracht, wo es gerade möglich ist. Sagt er, man hat doch bestimmt Oma und Opa in irgendeiner Richtung wohnen, die nicht hier sind. Und da schicken sie Kinder einfach hin. Ich konnte dem Mann nur noch sagen, denn meine Schwiegereltern, die wohnen in Solingen, das sind 70 Kilometer von hier. Ich konnte dem Mann nur noch sagen, wenn ich meine Kinder da hinschicke, 70 Kilometer von hier, und die leben bei Opa und Oma, dann ist es wahrscheinlich, gehen die mir an seelischen Qualen, können die viel mehr Schäden davontragen, als hier von diesen ganzen Giften. Das kann ich einfach nicht machen, da kann ich mich gar nicht drauf einlassen. Muss sie ja besonders hart getroffen haben, dann, als sie zum ersten Mal einen Verdacht hatten, dass es hier vielleicht nicht ganz so gesund zugeht. Wie war das? Erinnern Sie sich noch an diesen Moment? Ja, erstmal war das bei dem Verdacht so, dass er natürlich bei anderen Häusern festgestellt wurde und wir dann gehofft haben, wir gehören nicht dazu, uns kann das nicht betreffen. Wir sind ja ganz am Rande dieses Gebietes und so weiter. Wir haben also gar nicht geglaubt, dass das mehr ist als nur eine kleine partielle Sache in einem Grundstück. Wir haben dann auch brav und artig das gemacht, was die Stadt eigentlich wollte, nämlich abwarten, Gutachten abwarten. Und wir haben dann bis zum Oktober 1985 abgewartet. Und dann kam das erste Schliebkötter-Gutachten raus und dann stellte sich auf einmal raus, dass es nicht nur ein kleines Gebiet war, sondern dass es ein größeres Gebiet war und dass es nicht nur halt eine Geruchsbelästigung war, sondern dass zum Beispiel auf dem zentralen Spielplatz in diesem Gebiet ein 20-fach höheres Krebsrisiko herrschte. Das ist natürlich besonders schlimm für die Kinder gewesen und dann haben wir auf einmal reflektiert, ob eventuell die Krankheit unseres Sohnes eventuell damit auch etwas zu tun hat, der sehr schwer krank ist. Man muss erklären, dass unser Sohn, nachdem wir also ein Jahr Bauphase hinter uns hatten hier in diesem Gebiet, wir ein Jahr ruhig und glücklich hier gewohnt haben, wurde eine bösartige Erkrankung festgestellt. Und als das 1984 mitten im Sommer plötzlich für uns und für das Kind böse Realität wurde, sind wir eigentlich auch zuerst nicht auf den Gedanken gekommen, dass irgendetwas mit unserem Wohngebiet in Zusammenhang zu bringen ist. Und wir hatten es auch verdrängt, weil natürlich, wenn ein Kind plötzlich an Krebs erkrankt, man hat derartig viele andere Dinge zu tun und zu regeln, dass man eigentlich auch das legitimerweise verdrängt. Schauen Sie mal, wie nah wir hier
wir sogenannten Randgebietler am Kerngebiet sind. Und das soll uns nicht beeindrucken. Das ist dort Kerngebiet, das heißt, diese Häuser werden zurückgekauft, sind zurückgekauft und ich schaue morgendlich in Geisterhäuser. Das Haus ist jetzt gesichert. Die Jalousien sind an zig Häusern heruntergezogen und ich habe also jetzt seit Ostern fast täglich die Umzugswagen sehen können und müssen. Und meine psychische Lage ist natürlich dann auch sehr unterschiedlich. Mal kann man das ganz gut ertragen, man nimmt das also fast zynisch lustig und manchmal denkt man, das kann einfach nicht wahr sein. Und 82 ist dann die Aussage zu finden. Pressekonferenz im Rathaus. Die Stadtverwaltung stellt ein weiteres medizinisches Gutachten vor. Gekommen sind vor allem die nicht eingeladenen Bewohner der Siedlung. Sie hoffen auch jetzt wieder auf eindeutige Antworten, vor allem über die langfristigen Krebsrisiken für ihre Kinder. Doch der Gutachter, Professor Dr. Schlippkötter, war offensichtlich gar nicht eingeladen worden. Ich bin Laie, aber ich frage jetzt einen Mediziner über die Genese, das heißt über die Entstehung von bösartigen Krankheiten, weiß man ja in manchen Fällen und in den meisten Fällen sehr, sehr wenig. Das wissen auch Laien. Wenn ich jetzt hier lese, dass eben bei diesen 4 Tumorfällen ein kausaler Zusammenhang mit der Boden- und Luftbelastung nicht besteht, kann ich davon ausgehen, dass dann dieser Gutachter etwas über die Genese, die Entstehung dieser 4 Krebsfälle weiß? Ich frage das die Gesundheitsbehörde. Das ist interessant. Ja, das fühle ich mich aber nicht als Professor Schlippkötter angesprochen. Das muss ich ihm beantworten. Ich habe Sie ja gefragt, ja. Etwas Allgemeines, ja, über Genese, Entstehung von Krankheiten. Ich möchte jetzt nicht die Äußerung von Professor Schlippkötter interpretieren. Das wird er selber zu tun haben. Ja. Aber die Aussage ist klar und die Aussage begründet sich auf die zugrunde liegenden Parameter wie Messungen im Boden und in der Luft. Darauf stützt er seine Aussagen. Sind Sie als Mediziner eigentlich mit so etwas zufrieden, wenn man wiederum weiß, dass eben, wie Sie selber sagten, multifaktorielle Auslösemomente bei derartigen Erkrankungen da sind? Sie entschuldigen bitte, dass ich Ihnen darauf jetzt sagen muss, dass ich mich nicht als Obergutachter von Herrn Schlippkötter, selbst wenn Sie mich als hochkarätigen Mediziner bezeichnen, hier zu äußern kann. Da bitte ich um Geduld, dass Herr Schlippkötter sich selber dazu äußert. Ich kann auch nur das Gutachten, so wie es mir vorliegt, interpretieren. Ich könnte ja folgende logische Rückkopplung ziehen, dass dann dieser Gutachter in der Lage wäre, tatsächlich mir ein schriftliches Gutachten geben könnte, bitte, dieses Kind ist nicht erkrankt, weil es in Dorstfeld-Süd wohnt. Und davor schreckt er bisher zurück. Und deshalb bin ich sehr, sehr erstaunt über diese Äußerung. Ich finde einfach, wenn wir da so sprechen, dann ist das genau die gleiche... Bei den Aufermanns treffen sich die Nachbarn. Enttäuschung und Hilflosigkeit machen sich breit. Diese Angst davor, dieses dumpfe Gefühl in der Magengegend, wenn man morgens aufwacht und dann fängt der Verdrängungsprozess an. Ja, das ist ganz furchtbar. Sicher? Man darf gar nicht darüber nachdenken, dass vielleicht auch noch die Kinder und die Kindeskinder da wohnen sollen. Ich als Mutter fühle mich total hilflos jeden Tag, weil ich einfach weiß, dass meine Kinder hier gefährdet sind und ich einfach nichts unternehmen kann. Da steht man wirklich vor einer Wand. Da weiß man wirklich nicht, wie man da durchkommen soll. Bei manchen Krankheiten sagen wir jetzt, das sind nur 2, das reicht noch nicht für eine statistische Größe aus. Ich habe Angst davor, dass irgendwann morgen auf einmal jemand sagt, es sind 3. Und 3 sind eine statistische Größe. Da können wir auf einmal was mit anfangen. Das, was die 2 haben, das war seit 3 Jahren bekannt. Da haben wir nicht mitgearbeitet, weil es mathematisch nicht verwendbar war. Jetzt die 3. Auf einmal ist es und dann müssen wir sagen, seit 2 Jahren wird da permanent Körperverletzung betrieben, weil man denen nämlich nicht geholfen hat, sondern wie weiter hier gelassen. Da habe ich fürchterliche Angst vor. Ja, wenn nicht mal die Wissenschaft uns vernünftige Daten an die Hand geben kann, wie sollen wir dann beruhigt hier leben können? Das ist also ein sehr weites Feld, wo man
Also einfach den Wissenschaft, wo die Wissenschaft uns nicht weiterhelfen kann. Indem sie klar sagt, zum Beispiel in Dorsfeld Süd kann man nicht wohnen. Das hat Schlipp Kötter nicht gesagt. Was Sie aber inzwischen, glaube ich... Was ich ganz fest glaube. Ja. Das Risiko ist mir einfach zu groß. Als die Stadt schließlich sanieren will, versperren die Bewohner ihnen den Weg. Erst die Menschen weg, dann richtig sanieren, steht auf dem Transparent. Wir hier im Randgebiet sollen oder können nur dann während dieser Zeit wegziehen, wenn wir uns verpflichten, wieder herzukommen. Aber das kann kaum einer übers Herz bringen. Wenn ich hier einmal wegziehe, was mir schwer genug fallen würde, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dann wieder herkommen muss. Ja, nachzutragen wäre, dass vor einigen Tagen der in dem Film erwähnte Gutachter nun endlich festgestellt hat, auch in den Randgebieten der ehemaligen Kokerei liege eine dem Kerngebiet vergleichbare Gefährdung vor. Aber wir wollen hier ja keine Dokumentation vorlegen, was wissenschaftlich, medizinisch oder umweltchemisch zur Frage der zahlreichen Gifte und Altlasten unter und neben unseren Wohngebieten alles zu sagen sei. Wir haben hier gefragt, wie Menschen persönlich, seelisch mit dieser Belastung fertig werden, beziehungsweise, wie wir gesehen haben, nicht fertig werden. Im Studio begrüße ich jetzt Professor Hans Eckehard Bahr. Sie haben sich vielfältig und seit vielen Jahren mit der Frage befasst, wie Menschen mit Ohnmachtserfahrung, mit der Erfahrung von Ratlosigkeit und Hilflosigkeit in unserer Gesellschaft fertig werden. Zunächst aber eine andere Frage. Würden Sie in einem solchen Randgebiet selbst wohnen bleiben oder was würden Sie machen? Ich möchte da nicht gerne wohnen bleiben, aber die Frage ist natürlich, wo sollte man hinziehen? Sollte man an den Wolfgangsee oder auf den Himalaya? Ich glaube, das Problem ist ja, dass die Giftwolken auch heute über den Willen der Reichen hängen. Es kommt mir so vor, wenn ich das so sehe, dass eigentlich diese Menschen, diese leidgeprüften Bürger da im Harz, in Ocker, so auf einem Krater sitzen und von unten frisst sich das Gift so hoch in die Küche, in die Kinderzimmer. Ich denke, das ist fast eine symbolische Situation für uns. Wir sitzen auf so einer Giftbombe und wo sollen wir hin? Die Reaktion ist ja offensichtlich, das belegt der Film sehr deutlich, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, auch ein wenig Trauer. Ja, das kann man ja verstehen. Ich kann das gut verstehen. Es geht mir eigentlich sehr nahe, wenn ich die Gesichter sehe, die Stimmen höre, diese Traurigkeit. Man hat gespart, der Lebenstraum ist zerronnen. Auch das ganze Vertrauen in die Welt, die Wissenschaft, alles in die Stadt, es ist alles zerronnen. Man kann das gut verstehen. Und dann natürlich auch diese eigenartige Haltung, man hat ja doch nur ein paar Jahre zu leben. Es ist traurig. Fast eine Art Todeshaltung, die sich was da aussteht, kann. Die man verstehen kann. Ja. Die nächste Stufe, und das wird ja in dem zweiten Beispiel deutlich, ist Verdrängen. Man will es nicht wahrnehmen, hat es begriffen, aber will es nicht wahrnehmen. Ja. Woher kommt eigentlich die Kraft zu dieser starken Verdrängung? Überall wird ja eigentlich verdrängt. Ja, das ist was sehr Eigenartiges. Heute denke ich, weil man die Furcht hat, Dinge nicht zu verändern, guckt man lieber weg, steckt den Kopf in den Sand. Nur wo ich die Hoffnung habe, dass ich das noch verändern kann, da dränge ich es nicht weg. Aber wenn ich völlig gelähmt bin von der Vorstellung, da ist nichts mehr zu machen, da werde ich traurig, depressiv. Oder böse oder irgendwie jedenfalls ohnmächtig. Ich verdränge das und es kommt so eine Haltung auf von, es ist mir alles Schnuppe, Schnuppizismus möchte ich mal sagen. Und Sie haben ja schon gesagt, das ist auch in der großen Politik so. Man sieht die Großen, wie sie gezwungen werden, ihre Niederlagen in Siege umzudeuten. Und jetzt 150.000 Fische im Rhein, wird gemeldet, sind schon an Giften gestorben. Aber zur gleichen Zeit erklären uns die Umweltpolitiker, es seien ja die ganzen Vorschriften sicherheitstechnisch alle gut in Gang gekommen. Das ist sozusagen ein hilfloser Zynismus. Ich
frage mich also, der Schnuppizismus, der Traurige unten und der hilflose Zynismus oben, ist auch eine Form von Verdrängung. Ja, aber wo gibt es denn Möglichkeiten des Durchbrechens, der Ohnmacht, der Hilflosigkeit, der Ratlosigkeit, des Überwindens von Angst? Ja, da finde ich eigentlich in dem Film sehr schön, wie da die Kaminskis das machen und die junge Frau in der Pressekonferenz. Die Kaminskis haben bisher erzählt, zunächst haben sie die Nachbarn informiert, der erste Schritt. Haben sie auch das Gefühl ihrer eigenen Angst schon verkleinert. Das zweite ist, haben sie sich an die Öffentlichkeit gewandt, haben also öffentliche Kritik geübt. Dann wird man auch schon ein Stück angstfreier. Und der dritte Schritt, sie haben auch etwas Eigenes unternommen, eine kleine Bürgerinitiative gegründet. Und ich glaube, wenn man was unternimmt, also Widerstand macht, hat man auch das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Diese drei Schritte, vielleicht gibt es so zwei Formen der Angst. Einmal so eine Angst, die aus der Ohnmacht kommt, die mich lähmt, die mich immer weiter runterzieht. Und eine andere, eine starke Angst, die nicht furchtsam ist, die nicht nach vorne zieht, ins Bessere, die so festhält am Willen zum Leben. Und das sehe ich bei der Frau, die traut sich einfach zu, die verantwortlichen Politiker beim Wort zu nehmen. Und man sieht ja, wie hilflos, aber das finde ich ganz toll, wie sie das macht, die Kompetenz, die sie hat. Also Frauen, denen man immer gesagt hat, sie seien gar nicht fähig und so weiter, nehmen das Wort und die Angst, die sie immer gelähmt hat, bringen sie zum Ausdruck. Und das wird produktiv. Aber das sind ja in der Regel nur persönliche Überwindungsstrategien von Angst und Hoffnungslosigkeit. Sind wir nicht in einem Stadium, man hat manchmal den Eindruck, wo sehr vieles zu spät ist. Man könnte das denken, wir sind ja alle behext von der Vorstellung, ist alles schon kaputt, zu spät. Aber dann erinnere ich Sie doch auch daran, dass wir seit 1973 in unserem Land eine immer größer werdende Bewegung von Bürgern haben, gegen diese Zerstörung anzugehen. Und ich glaube, diese Bürger nehmen die Verfassung sehr ernst, das Grundgesetz der Unversehrlichkeit des Lebens, und kämpfen dagegen an. Und es ist doch schon viel, ungeheuer viel erreicht worden. Wir haben eine neue Politik. Und das Zweite, denke ich, ist eine Sache der Hoffnung. Also ohne Hoffnung kann ich auch nicht leben. Selbst die kleinste Unterbrechung der Katastrophe ist schon ein Stück Rettung, denke ich. Für uns alle. Vielen Dank, Professor Bahr. Meine Damen und Herren, ich darf vielleicht gerade im Anschluss an das Gehörte noch eine kurze Anmerkung machen. Neben vielfältiger Zustimmung zu dieser Sendereihe Kontakte werden wir immer wieder auch kritisch gefragt, warum wir nicht mehr gelungene Modelle von Selbstverwirklichung und menschlicher Selbstdurchsetzung zeigen. Warum wir so deutlich auch auf die persönlichen Belastungen der Menschen, des Menschen hinweisen, etwa wenn wir über Unfallopfer und Unfalltäter berichten oder über die Zerstörung der Stille durch Lärm, wie wir es getan haben, und diesmal über die seelischen Belastungen durch vergifteten Boden unter unseren Wohnungen und Gärten. Dazu eigentlich nur ein Satz. Wenn es heute an irgendeinem Punkt unserer bedrohten Lebenswelt oder sagen wir es christlich unserer bedrohten Schöpfung ein Stückchen Hoffnung gibt, dann sicher auch deshalb, weil Menschen frühzeitig wach wurden, ihre Leiden nicht bei sich selbst behielten und nicht verdrängten, sondern sich zusammentaten, um etwas zu verändern. Dazu wollten wir in dieser Sendung ermuntern. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Thank you.
Das ist ein B-52-Bomber mit 12 Cruise Missiles, zu Deutsch Marschflugkörpern, bestückt. Morgen wird in den Vereinigten Staaten der 131. dieser Fernbomber offiziell in den Dienst genommen. Die Amerikaner haben damit die vertraglich festgelegte Obergrenze von 1320 Mehrfachsystemen überschritten. Guten Abend. Das ist dann genau ein System mehr als vor 7 Jahren zwischen einem amerikanischen Präsidenten und einem sowjetischen Generalsekretär besprochen wurde. Es war im Juni 1979 in Wien, als die Supermächte wieder einmal versucht hatten, den Rüstungswettlauf zu kontrollieren. Dieser Versuch erhielt den Namen SALT II, Strategic Arms Limitation Talks, zu Deutsch Gespräche über die Begrenzung der strategischen Rüstung. SALT II legte eine Obergrenze für jene Systeme fest, die ihre nukleare Last auch über lange Strecken befördern können. Das Abkommen wurde 1979 von Jimmy Carter und Leonid Brezhnev unterschrieben und auch bis heute befolgt, obwohl der amerikanische Kongress ihm die Gesetzeskraft verweigert hat, denn im selben Jahr noch marschierten die Sowjets in Afghanistan ein. Sie sind bis heute dort geblieben. Ein Mitglied aus der sowjetischen Delegation, die den heutigen Generalsekretär Gorbatschow zurzeit durch Indien begleitet, meinte auch, die Truppen aus der UdSSR würden noch auf 5 bis 7 Jahre in Afghanistan bleiben. Das nahm heute der CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Todenhöfer zum Anlass, um die öffentlichen Friedenserklärungen Gorbatschows